30 Gründe, Paladins zu spielen. Erstens, es ist gratis. Und zwar könnt ihr einfach auf Steam im Shop Paladins suchen, euch es runterladen und einen Account erstellen. Dann könnt ihr es auch schon spielen, ohne irgendwas zu zahlen. Zweitens, es ist besser als Overwatch. Drittens, es gibt heiße Skins. Viertens, viele verschiedene Spielarten. Drei. Fünftens, einzigartige Champs. Sechstens, es gibt Battle Pässe. Das heißt, ihr könnt da leveln und somit Skins kriegen. Müsst ihr euch aber natürlich kaufen, aber es gibt auch einen Battle Pass, wo man nicht bezahlen muss. Also den hat man schon so, wenn man spielt, also ohne, dass man irgendwas zahlen muss. Siebtens, es gibt Kristalle umsonst. Das heißt, also Kristalle ist die Währung in Paladins, für Skins, die man kauft, für Kisten, etc. Und die kriegt ihr umsonst, indem ihr euch 7-mal in der Woche einloggt. Also jeden Tag einmal. Ihr könnt auch einen Tag auslassen, ist nicht so schlimm. Dann zählt einfach einen Tag nicht mit. Und somit könnt ihr dann einfach Kristalle am 6. und am 7. Tag kriegt ihr halt die Kristalle. Und ja, so könnt ihr sie verdienen und euch irgendwann mal ein paar Skins leisten, ohne Geld auszugeben. Achtens. Das einzige Spiel, was das mal halt Pay to Win war. Also es gab mal eine Zeit, es war einfach Pay to Win und es ist wieder rausgekommen. Also das meine ich damit, es ist einer der einzigen Spiele, die irgendwie mal Pay to Win waren und wieder aus dem Pay to Win rausgekommen sind. Und sowas ist echt ganz stark, muss man sagen. Passiert nicht immer. Neuntens, es gibt immer neue Events. Und zwar könnt ihr, also bei neuen Events könnt ihr dann irgendwie Kisten erspielen oder halt, dann gibt es halt neue Skins, die man sich kaufen kann oder was auch immer. Es gibt auch Sachen, die es umsonst gibt zwischendurch, aber halt auch nicht immer und es ist ja kein Muss. Auf jeden Fall gibt es immer was Neues, neue Spielmodis, neues Event. Auch eine ganz coole Sache. Zehntens, man kann fliegen. Elftens, es gibt One-Hit-Ultis. Zwölftens, das Spiel hat einen König. Nummer 13. Es gibt Sniper. Fernando, ne? Das ist echt ein Wichser. Double kill. Killing spree. Hilfe bitte irgendwer. Bam, Junge! Ich kann das nicht erinnern. 14. Du kannst im Ranked Ränge überspringen. Das heißt, wenn du von Platin 3 irgendwie ganz gut gespielt hast, kannst du auch Platin 1 mal springen. Oder je nachdem, wie gut du generell spielst, kann dich direkt, wenn du dich einrankst, von, es gibt ja Bronze bis Grandmaster, kannst du dich sofort zum Beispiel Platin oder Gold einranken, je nachdem, wie gut du spielst. Was heißt denn das jetzt? Was bin ich für ein Rank? Diamant 1! Hä? Laber nicht! Diamant 1! Was? Als ob ich jetzt übersprungen hab. Doch. Nie im Leben. Doch. LOL.
Was? Das ist die 1. Als ob, ich hab das noch nie geschafft, irgendwie einen Dia-Rang zu überspringen. 15. Cheats bringen kaum was und es gibt kaum welche, weil selbst wenn man Aimbot hat oder so und trotzdem ein schlechter Spieler ist, dann bringt das nichts, weil ihr müsst ja auch Abilities gut usen können. Das heißt, Cheats bringen diesem Spiel kaum was, beziehungsweise sind auch kaum gesehen. 16. Man kann mit einem Schwert Ultis kontern. Die Charakter haben recht coole Sprüche. 18. Man kann Ultis gut kombinieren. 19. Es gibt Champs für No-Skiller, also auch für Anfänger oder Leute, die nach, was weiß ich, 1000 Spielen schon immer noch nichts gerissen haben und trotzdem dann noch die Noob-Champs spielen. Naja. 20. In dem Spiel ist es möglich, dass Champs auf einmal eine größere Oberweite besitzen. 21. Du kannst Items zu Beginn der Runde kaufen. 22. Du kannst viele verschiedene Talente auswählen, das heißt, du kannst deinen Spieltyp personalisieren. Das heißt, du kannst deinen eigenen Playstyle haben und den andere zum Beispiel nicht haben. Das heißt, wenn zwei Leute den gleichen Champ spielen, im Gegner und im eigenen Team, wenn es jetzt zum Beispiel in der Casual-Runde ist, weil im Ranked geht's nicht, dann kannst du halt dein eigenes Deck und dein eigenes Talent haben und somit deine eigene Spielart haben. Nummer 24. Es gibt Paladins auch auf Konsolen, also nicht nur auf PC, sondern auch auf Xbox One und PlayStation 4 zum Beispiel. 25. Es gibt Leute, die gerne Supporter spielen. 26. Durch Verbindungen von anderen Social Media kannst du Skins oder Reittiere freischalten, so wie Facebook, Twitch, Prime und so weiter und so fort. 27. Für die Star Wars Fans gibt es Star Wars Skins, die ihr euch da kaufen könnt und das gibt es sogar wirklich reichlich. 28. Man kann generell viele Skins mit der Zeit bekommen, indem man spart und bei Events mitmacht. Das heißt, ihr könnt euch eure Skins halt irgendwann nach einer Zeit erarbeiten. Und es gibt auch Skins, die man sich mit Gold kaufen kann, also ein paar Recolors von Skins und das ist auch nicht schlecht. 29. Es gibt viele verschiedene Maps, das heißt, ihr habt viel Abwechslung und nicht immer die gleiche Map. Nummer 30. Spielsucht ist mit der Zeit garantiert. Aber es ist nicht einfach am Anfang. Also ich empfehle erstmal ein bisschen spielen, ein paar Stunden lang und so ein bisschen sich einfinden in Champs. Und wenn ihr dann ein bisschen was könnt, dann macht es auch mega Spaß. Das war's vom Video. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.